Was würdest du tun, wenn du in der Schule gefangen wärst und an einem brutalen Turnier teilnehmen müsstest, bei dem dich eine Niederlage ins Gefängnis bringt? Ich erkläre dir, welche Fehler gemacht wurden, was du tun solltest und wie du das Todesspiel im Joker-Game besiegen kannst. Dieses Mädchen wird ihre Freunde sterben sehen. Shinatsu ist auf dem Weg zu einem Lerncamp am Stadtrand. Es ist ein von der Regierung vorgeschriebenes Training, an dem ihre ganze Klasse teilnehmen muss, aber irgendetwas stimmt nicht. Das Tor zum Trainingslager wurde hinter ihnen verschlossen und die Schüler kommen in einem heruntergekommenen Schulgebäude an. Keiner von ihnen ist beeindruckt, aber bald werden sie ihr Leben riskieren, um diesem Ort zu entkommen. Die Kinder versammeln sich in einem Klassenzimmer, als ihr Lehrer ankommt und ihnen mitteilt, dass er ihre Handys für die Dauer des Camps konfiszieren wird. Widerwillig geben die Schüler ihre Handys ab und während der Lehrer die Geräte mitnimmt, fragt Kanda, was sie lernen werden. Der Mann erklärt ihnen, dass alles in diesem Video erklärt wird und dass sie in dieser Prüfung Old Maid spielen werden. Bei diesem Spiel müssen die Spieler alle Karten auf ihrer Hand loswerden, indem sie Paare bilden und sich von anderen Spielern das nehmen, was sie brauchen. Wer am Ende des Spiels die Joker-Karte hat, hat verloren. Doch schon bald müssen sie mit ansehen, wie ihre Freunde vor ihren Augen zu Tode geprügelt werden. Die erste Regel ist, dass die Schüler auf dem Campus bleiben müssen und nur im Klassenzimmer spielen dürfen. Die zweite Regel ist, dass sie Teams bilden können, um ihre Karten zu kombinieren, aber nur, wenn sie einen Vertrag unterschreiben. In diesem Fall wählt das Team einen Vertreter, der in ihrem Namen spielt, aber wenn sie verlieren, scheidet das gesamte Team aus. Die Schüler finden das lächerlich, aber der Lehrer fängt an, Tüten mit Karten zu verteilen und als Shinatsu nachsieht, was sie bekommen hat, entdeckt sie etwas Schreckliches. Als sie sich umsieht, stellt sie fest, dass keiner ihrer Mitschüler in Panik gerät und einige schon Paare haben, aber das Mädchen ist zu nervös, um mit jemandem Karten zu tauschen. Sie will ihre Freunde nicht verraten. Als Minako zu ihr kommt, gerät das Mädchen in Panik und bittet sie um Hilfe. Beide wissen, dass sie verlieren wird, wenn sie die Karte nicht los wird, aber ihre Freundin weiß genau, wem sie die Karte geben kann. Sie nähern sich ihrem Klassenkameraden Shimokawa und beginnen Karten zu tauschen, aber während des Spiels macht das Mädchen ihren größten Fehler. Sie greift nach Shinatsus Hand und nimmt den Joker. Sie kann ihn nicht mehr zurücknehmen und da ihr Plan aufgegangen ist, beschließen ihre Freunde, nicht mehr mit ihr zu spielen und ihre Klassenkameradin allein zu lassen. Später an diesem Tag sind nur noch wenige Spieler am Tisch, aber Shinatsu fällt etwas auf. Shimokawa ist nervös und ihr wird klar, dass das Mädchen noch den Joker haben muss. Um ihre Gegnerin zu täuschen, mischt das Mädchen die Karten, aber die andere fällt nicht darauf hinein. Stattdessen schnappt sie sich die Pik 2 und Shimokawa hat nur noch den Joker. Sie ist die erste Verliererin des Camps, aber jetzt muss sie für ihr Versagen büßen. Plötzlich betritt ein weiß gekleideter Mann den Raum und erschießt sie mit einer Spritzenpistole. Schockiert beobachten die anderen, wie das Mädchen auf sie zustolpert und krampfhaft zu Boden fällt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen und können nur zusehen, wie die Wachen kommen und sie wegtragen. Okay, das ist Wahnsinn. Stell dir vor, die Regierung zwingt dich in einem Sommercamp Old Maid zu spielen, aber wenn du verlierst, werden dir Chemikalien injiziert und du kommst ins Gefängnis. Das ist eine schreckliche Realität und wir müssen darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass wir auf jeden Fall gewinnen. Diese Kinder haben keine Ahnung, dass die Verlierer ins Gefängnis kommen oder zu einem weiteren brutalen Todesspiel gezwungen werden. Wenn das alles von der Regierung geduldet wird, bringt es nichts wegzulaufen, denn sie werden dich immer finden. Wir müssen nach ihren Regeln spielen, wenn wir eine Überlebenschance haben wollen. Das Wichtigste ist nicht, was im Video zu sehen ist, sondern was nicht im Video zu sehen ist. Denn alles, was nicht im Video zu sehen ist, verstößt nicht gegen die Regeln und kann als Strategie genutzt werden. So beängstigend es auch sein mag, dieses Spiel ist extrem einfach und es gibt unzählige Möglichkeiten, die Regeln zu unseren Gunsten zu verändern. Zum Beispiel bekommt jeder Schüler 7 Karten und unser Ziel ist es, Karten von anderen Spielern zu nehmen, um Paare zu bilden. Jedes Mal, wenn wir ein Paar erhalten, können wir es abwerfen, bis wir keine Karten mehr haben. Die Gefahr dabei ist, dass wir sicher gehen wollen, dass die Karte, die wir von jemand anderem nehmen, nicht der Joker ist. Deshalb würde ich an dieser Stelle meine Karten einfach offen auf den Tisch legen, sodass jeder, der ein Paar braucht, es sofort von mir nehmen kann. Diese Strategie eliminiert das schreckliche Risiko, jemandem versehentlich den Joker wegzunehmen, weil ich jetzt meine Karten gebe, anstatt sie von anderen zu nehmen.
In den Regeln steht nirgendwo, dass das nicht erlaubt ist und es gibt eigentlich nur drei Dinge, die verboten sind. Erstens darfst du unter keinen Umständen zu spät zum Unterricht kommen. Zweitens darfst du nicht versuchen, deine Karten zu zerstören und die Lehrkraft kontrolliert vor und nach jeder Runde, dass nichts fehlt. Drittens darfst du deine Karten nicht anders loswerden, als sie im Spiel zu verwenden. Und außerdem gibt es in jedem Raum Kameras, die sicherstellen, dass du nicht schummelst. Das sind ziemlich grundlegende Regeln und das bedeutet, dass wir schummeln können, wie wir wollen, solange wir die Mechanik des Spiels selbst ausnutzen. Erschrocken fragen die Schüler, was denn hier los sei, und der Lehrer erklärt, dass dieses Trainingslager eigentlich dazu diene, die nutzlosen Menschen in Japan herauszufiltern. Nur die, die Potenzial haben, dürfen ihr Leben friedlich weiterleben, während die Verlierer zur Umerziehung in eine Strafanstalt geschickt werden, bis sie ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sind. Er entlässt sie für den Tag und schickt sie in ihre Schlafsäle, aber die Leute sind entsetzt über diese brutale Prüfung. Damit ist ein Schüler ausgeschieden und es sind 26 übrig für die nächste Runde. In der Nacht gehen die Schüler in die Schlafsäle und Shinatsus Mitbewohner versuchen herauszufinden, wie sie im Spiel überleben können. Kana weist darauf hin, dass die beste Strategie darin besteht, einen Weg zu finden, den Joker loszuwerden und verrät, dass die anderen das erste Spiel auf die gleiche Weise gewonnen haben. Sie verlässt den Raum und lässt ihre Mitschüler zurück, aber dieses Mädchen Ueda will wissen, was sie gemeint hat. Das schüchterne Mädchen fühlt sich schuldig und erklärt, dass sie mit ihrer Freundin zusammengearbeitet hat, um den Verlierer dazu zu bringen, den Joker zu nehmen. Hätten sie das nicht getan, wären sie ins Umerziehungsheim gekommen. Das Mädchen steht auf, um frische Luft zu schnappen. Als sie die Treppe hinuntergeht, sieht sie ihre Mitbewohnerin Kana nach draußen gehen und beschließt, ihr zu folgen. Sie gehen zurück ins Schulgebäude und das Mädchen bemerkt sie, aber anstatt wütend zu werden, besteht sie darauf, dass es etwas gibt, das sie sehen müssen. Als die Schüler auf einen Balkon gehen, sehen sie einige Männer, die neben einem Auto stehen und sagen, dass sie den Verlierer ins Gefängnis bringen wollen. Shinatsu fragt, warum sie das interessiert, und das Mädchen antwortet, dass sie nur wissen will, was mit dem Verlierer passiert. Doch bald entdecken alle den dunkleren Grund, warum sie hier ist. Am nächsten Tag kommen die Schüler früh zum Unterricht, aber die Lehrerin bemerkt, dass vier von ihnen fehlen. Das bedeutet, dass sie disqualifiziert werden, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben. Der Streber fleht den Lehrer an, seinen Freund warnen zu dürfen, aber nein, es ist bereits zu spät und ihm bleibt nichts anderes übrig, als die fehlenden Kinder bei den Wachen zu melden, während die Schüler nichts unternehmen, um ihn aufzuhalten. Frustriert beschließt er, der Klasse zu zeigen, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält, und schaltet den Fernseher ein, der live die Bilder eines vermissten Schülers überträgt. Da merken die anderen, dass sie mit einer versteckten Kamera beobachten und dass sie alle von der Verwaltung ausspioniert werden. Der Lehrer macht ihnen klar, dass sie bestraft werden, wenn sie nicht mitspielen. Im Fernsehen kommt ein Mann in den Raum. Plötzlich rennt er auf den Jungen zu und beginnt, ihn brutal zu verprügeln. Die Klasse ist entsetzt und muss mit ansehen, wie ihr Freund vor ihren Augen brutal ermordet wird. Sie können nicht glauben, was sie sehen, als der Mann die anderen fehlenden Schüler jagt und einen nach dem anderen tötet, um sie für ihren Regelverstoß zu bestrafen. Damit sind 5 Schüler ausgeschieden und es bleiben 22 Spieler übrig, um in die nächste Runde zu kommen. Okay, jetzt wird es tödlich. Sie haben diese Kinder einfach kaltblütig ermordet und das ist schrecklich. Die gute Nachricht ist, dass sie nicht umsonst gestorben sind, denn zumindest haben sie ihren Mitschülern beigebracht, dass Flucht keine Option ist. Wenn wir aufgeben oder weglaufen, werden wir zu Tode geprügelt, also sollten wir die Flucht vergessen und so tun, als hinge unser Leben davon ab. So beängstigend das auch ist, ein Vorteil ist, dass das ganze Trainingslager nur 4 Tage dauert. Wir haben also viel Zeit, um uns auf die nächste Runde vorzubereiten und das würde ich auch unbedingt jede Nacht tun. Solange wir den Joker nicht haben, ist es nicht so schwer, das Spiel zu gewinnen. Bei 22 Spielern im Klassenzimmer liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du die tödliche Karte bekommst, bei etwa 5%. Das ist eine ziemlich gute Chance, dass du sie zu Beginn des Spiels nicht bekommst, aber wenn dich jemand austrickst und dir den Joker aus der Hand nimmt, müssen wir sicherstellen, dass wir ihn loswerden können, ohne dass es jemand merkt. Wenn ich hier wäre, würde ich also die Nacht damit verbringen, den 3-Kartentrick zu lernen. Das ist ein Kartentrick, der sowohl von Trickbetrügern als auch von Zauberern verwendet wird, weil man mit einem leichten Blatt jemanden dazu bringen kann, die falsche Karte zu ziehen, selbst wenn er genau hinsieht. Dazu legt man 3 Karten vor sich und zeigt allen, um welche es sich handelt, bevor man sie umdreht. Die Spieler werden ihre Augen auf die Karte richten, die sie haben wollen.
Sie wissen aber nicht, dass der Kartengeber beim Mischen die Karte von oben und nicht von unten schiebt. Die Person, die zusieht, glaubt, dass ihre Karte wieder auf dem Tisch liegt, obwohl sie in Wirklichkeit immer noch in der Hand ist. Betrüger auf der ganzen Welt machen mit diesem Trick ein Vermögen, weil er so effektiv ist. Den Joker loszuwerden ist der Schlüssel zum Überleben und wir müssen unsere Auszeiten klug nutzen, um diese Tricks zu perfektionieren, damit wir nie verlieren. Eine andere Strategie ist, den Joker hinter einer Zahlenkarte zu verstecken und den anderen Spielern unser Blatt zu zeigen, als hätten wir nichts zu verbergen. Wenn jemand kommt, um die Zahlenkarte zu nehmen, gebe ich ihm die versteckte Karte, schiebe aber die Joker-Karte nach vorne, damit er am Ende die falsche Karte nimmt. Das ist ein schmutziger Trick, aber nach den Spielregeln sind das alles legale Spielzüge und wenn wir keine Schlupflöcher finden, die wir ausnutzen können, können wir auch gleich aufgeben. Der von der Klasse enttäuschte Lehrer gibt den Schülern die Schuld am Tod ihrer Freunde und meint, sie hätten zum Weiterspielen überreden sollen. Da bricht der Streber vor lauter Schuldgefühlen zusammen, klettert aus dem Fenster und lässt sich hinunter, um zu entkommen. Erschrocken schreien die anderen ihn an und warnen ihn, dass er getötet wird, weil er gegen die Regeln verstößt. Sie können nichts tun. Der Junge wird gejagt und vor ihren Augen zu Tode geprügelt. Damit sind 6 Spieler ausgeschieden und es bleiben 21 übrig. Als ein weiterer Schüler ermordet wird, fühlt sich die Klasse hoffnungslos. Jeder von ihnen könnte der Nächste sein, doch dann kommt Ueda auf eine Idee, die sie retten könnte. Sie schlägt vor, dass sich die Schüler gegenseitig verraten, welche Karten sie haben. So können sie leicht Paare bilden und die Runde überleben. Wenn jemand einen Joker hat, kann er ihn nicht zeigen und die anderen werden nicht in Versuchung geführt, ihn zu ziehen. Das Mädchen fragt ihre Mitbewohnerin, ob sie einen Vertrag mit ihr unterschreiben will, aber Shinatsu ist misstrauisch und vertröstet sie, indem sie sagt, sie müsse das mit ihrer besten Freundin besprechen. Später verkündet der Lehrer, dass das heutige Spiel wegen zu vieler Todesfälle abgesagt wurde und die Schüler nun bis morgen warten müssen, um mit ihrem Leben zu spielen. Am nächsten Morgen überprüfen alle Schüler ihre Karten und zu Shinatsus Erleichterung hat sie den Joker nicht bekommen. Plötzlich fängt jemand an zu schreien und das Mädchen bemerkt, dass der junge Kanda seinen Mitschülern befiehlt, seine Karten aufzudecken. Er spielt ein schmutziges Spiel, um sicherzugehen, dass er ein anderes Paar los wird, aber dieser Junge, Takashima, macht sich über ihn lustig. Er verspottet den Freund des Tyrannen, weil er gestern nicht entkommen konnte und das macht Kanda wütend. Er holt aus und stößt ihn zu Boden, merkt aber nicht, dass er in eine Falle getappt ist. Der Lehrer mischt sich ein, weil er enttäuscht ist, dass sich seine Schüler prügeln wollen und besteht darauf, dass alle das Spiel respektvoll spielen. Die Schüler beschließen weiterzuspielen, aber als Yokoyama hier seine Karten überprüft, schaut er sich plötzlich nervös um. Als Shinatsu hier seine Reaktion bemerkt, stellt er fest, dass er die Joker-Karte hat und sie aufgehoben haben muss, nachdem der andere Junge sie auf den Boden fallen ließ. Die Mitbewohner schlagen vor, dies geheim zu halten und erklären, dass sie bereits einen cleveren Plan hat, der ihnen helfen wird zu überleben. Die Mädchen willigen ein zu helfen, machen einen Vertrag, lassen ihn von der Lehrerin genehmigen und wählen die Mitbewohnerin als ihre Vertreterin. Okay, diese Schüler sind ziemlich schlau. Sie haben herausgefunden, wie sie das Vertragssystem zu ihrem Vorteil nutzen können, aber Takashima denkt 3 Schritte weiter als alle anderen. Er wollte einen Kampf anzetteln, um die anderen abzulenken und einen Mitspieler dazu zu bringen, seine Karten auf den Boden zu werfen. Auf diese Weise konnte er seine eigenen Karten fallen lassen, sie durcheinander bringen und dem anderen Jungen seinen Joker geben, ohne dass es jemand merkt. Okay, eine Konfrontation zu beginnen ist definitiv eine riskante Strategie und wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es natürlich zu denken, dass wir alle zusammenarbeiten sollten, aber es gibt eine Sache, bei der wir wirklich vorsichtig sein müssen. Die 2. Regel aus dem Fernsehen besagt, dass wir Teams mit anderen Spielern bilden können, aber das Merkwürdige ist, dass die Regierung auch versprochen hat, uns ein Stipendium unserer Wahl zu geben, wenn wir mit 7 oder mehr Spielern zusammen sind. Das ist sehr verdächtig, denn es bedeutet, dass sie wollen, dass du große Teams bildest, aber die Ironie ist, dass das deine Gewinnchancen verringert. Das mag kontraintuitiv erscheinen, denn wenn du ein Team bildest, erhält ein Spieler die Karten aller anderen, was es einfacher macht, mehr Paare zu finden, aber es bedeutet auch, dass weniger Spieler tatsächlich spielen. Wenn alle in der Klasse Teams von 7 Spielern bilden würden, würden nur 3 statt 21 Spieler spielen, da sie Vertreter ihres Teams sind. Das heißt, wenn einer den Joker verliert, verlieren auch 6 andere Spieler, was die Wahrscheinlichkeit zu verlieren auf ca. 33% erhöht, was viel schlimmer ist, als alleine zu spielen.
Deshalb würde ich ihr das Angebot, ein Team zu bilden, ablehnen, denn solange wir den Joker nicht haben, können wir unsere Karten so schnell wie möglich loswerden und in die nächste Runde gehen. Nun, es könnte eine Ausnahme geben, denn ein Stipendium zu bekommen und aus dem Spiel auszuscheiden ist natürlich von Vorteil. Das sollten wir nicht ignorieren. Der beste Weg, diesen Vorteil zu nutzen, ist, wenn wir bereits passende Paare haben, um das Spiel zu beenden. Die Regeln haben nie besagt, dass wir unsere Paare nicht behalten dürfen oder dass wir andere Spieler daran hindern dürfen, unsere Karten zu nehmen. In diesem Sinne würde ich 7 Spielern sagen, dass sie alle Paare finden sollen, die sie brauchen, um das Spiel zu beenden. Und wenn wir alle ein Gewinnblatt haben, schließen wir in der Mitte des Spiels einen Vertrag ab. Auf diese Weise bekommen wir alle Stipendien und einer von uns muss das Spiel für immer verlassen. Das ist ein Win-Win-Szenario und wir können das Maximum herausholen, wenn wir das Spiel verlassen können, ohne eine der Regeln zu brechen. In der Zwischenzeit geht Takashima auf die anderen Jungen zu und bietet ihnen eine Möglichkeit an, das Spiel vorzeitig zu beenden. Er schlägt vor, dass sie gemeinsam einen Vertrag abschließen, aber der Rüpel argumentiert, dass ihm niemand trauen würde, nachdem er eine Schlägerei angefangen hat. Der Junge gibt zu bedenken, dass sie sonst gegeneinander spielen und die anderen Jungen ins Gefängnis müssen. Er macht ihnen klar, dass er ihre beste Chance ist, das Spiel zu gewinnen, und einer nach dem anderen kommt zu ihm und unterschreibt. Nur der Tyrann bleibt zurück und Takashima macht ihm klar, dass er ihn nur mitmachen lässt, wenn er ihn um Hilfe bittet. Aus Angst, allein zu sein, verbeugt sich der Junge und bittet um Aufnahme in ihr Team. Während die Jungen ins Klassenzimmer gehen, unterschreibt Ueda ihren eigenen Vertrag mit den verbleibenden Mädchen, sodass insgesamt 3 Teams entstehen. Die Vertreter versammeln sich um den Tisch und fangen wieder an zu spielen, wobei sie alles tun, um ihre Karten loszuwerden. Plötzlich wird Yokoyama seine letzte Karte aus der Hand genommen und ist damit der erste Überlebende. Jemand anderes muss den Joker haben, aber als der Junge aufblickt, sieht er, dass eine der Karten des Mädchens einen Kratzer hat. Der Junge hat den Joker vorher markiert, damit er weiß, wer ihn hat, und nimmt die Karte des anderen Mädchens, um seinen nächsten Zug zu planen und zu gewinnen. Da nur noch 3 Vertreter übrig sind, argumentiert Ueda, dass ihre Mitbewohnerin das Spiel aufgeben sollte, weil es weniger Leute in ihrem Team gibt und dadurch weniger Schüler bestraft werden. Kana, die unter dem Druck zusammenbricht, stimmt dem Mädchen zu und fragt den Lehrer, ob sie aufgeben kann. Der Lehrer erklärt, dass kein Spieler aufgeben darf und es daher keine andere Wahl gibt, als weiterzuspielen. Das Mädchen denkt sich einen Plan aus und verspricht den anderen Spielern beim Gewinn zu helfen, aber sie müssen dem vertrauen, was sie ihnen sagt. Der andere Spieler ist misstrauisch, weil er weiß, dass sie etwas im Schilde führt, und Kana fragt sie, ob sie Asse habe. Widerwillig gibt die Schülerin zu, dass sie welche hat, und die anderen Mädchen nutzen die Gelegenheit, um ihren Plan auszuführen. Die Mitbewohnerin legt alle ihre Karten auf den Tisch und verrät, dass das Mädchen nur diese Karte nehmen muss, um zu gewinnen. Das Mädchen beschließt, ihr zu glauben und nimmt die Karte ihrer Gegnerin, als sie merkt, dass es genau die Karte ist, die sie braucht. Kana hat die Wahrheit gesagt und das bedeutet, dass Ueda nach Hause gehen kann, während ihr Team in die nächste Runde kommt. Jetzt sind nur noch 2 Teams im Spiel und dieses Mädchen wird einen verrückten Stunt machen, um die Konkurrenz auszuschalten. Okay, wenn ich hier wäre, wäre ich jetzt echt sauer. Dieses Mädchen hat herausgefunden, dass der einzige Vorteil, ein Team zu bilden, darin besteht, dass sie jetzt nach Hause gehen kann, während ihre Teammitglieder in der nächsten Runde bleiben müssen. Das ist eine kluge Strategie und wenn wir aus irgendeinem Grund keine andere Wahl gehabt hätten, als ein Team zu bilden, hätte ich darauf bestanden, der Vertreter zu sein. Nur so kann man sich im Spiel befreien und wer zu nervös ist, um Verantwortung zu übernehmen, denkt nicht klar. Das ist ein interessanter Punkt, denn der beste Weg, die Spielmacher zu verstehen, ist, sich genau anzuschauen, welche Aktionen belohnt werden. Während der Präsentation des Lehrers sagte er den Schülern, dass dieses Trainingslager von der Regierung benutzt wird, um die nutzlosen Menschen aus der japanischen Gesellschaft herauszufiltern. Das sind ziemlich harte Worte, aber sie sagen uns viel darüber, wie wir dieses Spiel spielen sollen. Es ist wichtig zu wissen, dass Old Maid ein reines Glücksspiel ist. Die einzige Möglichkeit, sich einen Vorteil zu verschaffen, besteht darin, die Regeln so zu manipulieren, dass Lügen und Betrügen belohnt werden. Anstatt ein Spiel wie Schach zu wählen, bei dem die beste Strategie gewinnt, benutzen sie ein Glücksspiel als Test, um zu sehen, wer sein Schicksal akzeptiert oder ums Überleben kämpft. Jeder, der dieses Spiel strikt nach den Regeln spielt, wird verlieren und genau deshalb müssen sie Wege finden, um ihrem Vertreter zum Sieg zu verhelfen. Die gute Nachricht ist, dass es keine Regeln gibt, die einen davon abhalten, mit seinen Mitspielern darüber zu kommunizieren, welche Karten sie wählen sollen. Deshalb hätte ich an meiner Stelle meinen Mitspielern heimlich gesagt, dass sie einen Kreis um den Tisch bilden sollen, damit sie die Karten von allen sehen können.
So konnten sie mir ein Zeichen geben, wenn ich den Joker von jemandem nehmen wollte und dafür sorgen, dass ich stattdessen eine andere Karte nahm. Auf diese Weise zu schummeln verstößt eindeutig nicht gegen die Regeln, da es im Video nicht erwähnt wurde und wir sollten jeden Trick anwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht in ein noch schlimmeres Todesspiel geschickt werden. Wir sollten uns auch daran erinnern, dass der Lehrer uns ermutigt hat, Gruppen zu bilden, obwohl diese Strategie mehr Schüler in Umerziehungslager schickt. Und es bedeutet, dass wir selbst denken müssen, wenn wir die besten Ergebnisse erzielen wollen. Deshalb würde ich, wenn ich noch im Spiel wäre, vor Beginn der nächsten Runde allen raten, keine Teams zu bilden und das Spiel allein zu spielen. Auf diese Weise wird in jeder Runde nur ein Schüler verlieren und nach 4 Tagen werden nur 4 Schüler bestraft. Wenn dieser eine Schüler den Joker zieht, werden in einer Runde 7 Schüler ins Gefängnis geschickt und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass keiner dieser Schüler aufgepasst hat. Kana nimmt eine der Karten des Jungen und bildet ein Paar, das heißt, es sind nur noch 2 Karten übrig. Er weiß genau, dass einer davon der Joker ist, aber sie ist ihnen schon einen Schritt voraus. Sie mischt ihre Karten, legt sie verdeckt auf den Tisch und sagt, dass er gewinnt, wenn er die rechte Karte nimmt. Der Junge traut ihr nicht und versucht den Joker zu finden, aber er sieht auf keiner der Karten einen Kratzer. Misstrauisch fragt er sie, ob sie von den Kratzern wisse, aber das Mädchen hat keine Ahnung, wovon er spricht. Takashima sitzt in der Falle und da er nicht weiß, ob sie lügt, wählt er die linke Karte. Als er sie in die Hand nimmt, stellt er fest, dass es der Joker ist und sein ganzes Team verlieren könnte, wenn das Mädchen sie nicht zurücknimmt. Kana wägt ihre Wahl sorgfältig ab, bevor sie ihre Hand ausstreckt und ihm seine Herz 4 stiehlt, womit sie das letzte Paar hat und das Spiel gewinnt. Die Jungs geraten in Panik, denn sie wissen, dass sie soeben verloren haben und ihr ganzes Team ins Gefängnis muss. Plötzlich kommen diese Männer in den Raum und schießen mit ihren Spritzpistolen auf die Jungs, die sofort gelähmt sind. Die anderen können nichts tun, um sie zu retten, während die Verlierer aus dem Klassenzimmer gezerrt werden. Es ist schrecklich und die Mädchen wissen, wenn sie morgen gewinnen, sind sie endlich frei. Das heißt, 15 Schüler haben verloren, einer hat überlebt und nur noch 11 sind übrig, um in die nächste Runde zu kommen. In der Nacht trifft China zu Kana und ihre Freundin erzählt ihr, dass es einen geheimen Spalt im Zaun gibt, durch den sie entkommen können. Überrascht fragt sie, woher ihre Freundin das weiß und das Mädchen erklärt ihr, dass ihre ältere Schwester hierher geschickt wurde, um am Todesspiel teilzunehmen. Ihre Schwester hatte dieses Loch gegraben, um den anderen bei der Flucht zu helfen, aber ihre Klasse hat sie verraten und sie wurde ins Gefängnis geschickt. Kana hat sich der Klasse angeschlossen, um sie zu retten, aber um ihre Schwester zu finden, muss sie das Spiel verlieren. Das macht ihr Angst, aber sie tut alles, auch wenn es bedeutet, ihre Freiheit zu opfern. Später kehren die Mädchen in ihren Schlafsaal zurück, als Minako aus ihrem Zimmer kommt und sie zur Rede stellt. Sie ist wütend, weil die Mitbewohnerin beim letzten Spiel ihr Versprechen, die anderen gewinnen zu lassen, gebrochen hat und alle Jungen ausgeschieden sind, auch ihr Schwarm, Takashima. Minako traut ihr nicht mehr und geht weg, aber ihre beste Freundin macht sich Sorgen. Shinatsu folgt dem Mädchen nach draußen und versucht ihr zu versichern, dass alles in Ordnung ist, da ihre Mitbewohnerin das Spiel verlieren will, aber das Mädchen hat genug. Frustriert macht sie klar, dass es Zeit ist, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und stellt klar, dass sie ihr nicht mehr beim Gewinnen helfen wird. Minako stürmt davon und lässt das Mädchen zurück, entschlossen, um jeden Preis zu überleben. Okay, ganz Unrecht hat das Mädchen nicht. Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es immer riskant, anderen zu vertrauen, aber es macht keinen Sinn, so zu denken, wenn es mehrere Gewinner geben kann. In den Regeln steht ganz klar, dass man das Spiel nur verlieren kann, wenn man oder sein Team als letztes die Joker-Karte hat. Ich habe schon erwähnt, dass es ein strategischer Vorteil ist, alleine zu spielen, aber wenn die Mädchen klar denken würden, wüssten sie, dass das nicht ihre einzige Möglichkeit ist. Wenn du alleine spielst, musst du immer die Karten der anderen Spieler benutzen, um Paare zu bilden, damit du deine Hand leeren kannst. Anstatt allein zu spielen oder ein Team zu bilden, würde ich mich mit 1 oder 2 Personen verbünden, denen ich vertraue. Wenn wir heimlich vereinbaren, uns gegenseitig unsere Karten zu zeigen, können wir sie leicht austauschen, um Paare zu bilden und in die nächste Runde zu kommen. Mit dieser Strategie können wir unabhängig voneinander weiterspielen, ohne Absprachen zu treffen, indem wir die Vorteile von mehreren Kartenhänden nutzen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist sehr wichtig, denn das normale Spiel hat einen großen Nachteil. Während du die ganze Zeit herumläufst und versuchst, deine Karten loszuwerden, werden immer mehr Karten von anderen gepaart und aus dem Spiel genommen. Je weniger Spieler im Spiel sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass du in Versuchung gerätst, den Joker zu ziehen und genau deshalb ist es am klügsten, so schnell wie möglich deine Paare zu finden und das Spiel zu verlassen.
Zeit mit Reden oder Nachdenken zu verschwenden wäre der größte Fehler, den man machen kann, denn jede Sekunde, die wir im Spiel bleiben, verschlechtert statistisch gesehen unsere Chancen, die nächste Runde zu erreichen. Um die besten Chancen auf den Sieg zu haben, müssen wir wissen, dass es zu Beginn jeder Runde mehr Karten gab, mit denen wir ein Paar bilden können, als zu jedem anderen Zeitpunkt. Wenn jeder Schüler zu Beginn 7 Karten hat, muss der Lehrer mehrere Decks bereitstellen, aber je mehr Paare zusammenkommen, desto schwieriger ist es, die benötigte Übereinstimmung zu finden. Deshalb hilft ein inoffizielles Bündnis mit vertrauten Freunden, dieses Problem zu lösen. Auf diese Weise muss man sich keine Sorgen machen, Zeit mit der Suche nach Paaren zu verschwenden oder versehentlich den Joker eines anderen Spielers zu nehmen. Am nächsten Morgen erscheinen 11 Schüler zum Unterricht. Nachdem sich alle versammelt haben, beschließt Minako, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie stellt sich vor die Klasse und bittet die Schüler, einen Vertrag mit ihr zu unterschreiben, indem sie ihnen einen Sieg garantiert, wenn sie sie vertreten. Die anderen verstehen nicht, warum sie so selbstbewusst ist, aber dann verrät das Mädchen, dass ihre Mitschülerin versprochen hat, zu verlieren. Das überrascht alle, aber Kana bestätigt, dass das wahr ist. Da heute der letzte Tag des Camps ist, stehen die Chancen gut, dass sie endlich fliehen können, aber die anderen Schüler haben zu viel Angst, um ihnen zu vertrauen. Sie wollen nicht ins Gefängnis, aber das Mädchen argumentiert, dass dies die beste Option sei, die sie hätten. Plötzlich steht der Junge auf und bietet ihr an, ihren Vertrag zu unterschreiben. Als das erste Teammitglied feststeht, nimmt das Mädchen ein Formular und bittet ihn, es zu unterschreiben. Die anderen Schüler stehen auf, um dem Team beizutreten und spielen in der letzten Runde des Joker-Spiels um ihr Leben. Später fängt Minako an, Paare aus ihrer Kartensammlung zu bilden und weist darauf hin, dass sie eine bessere Chance hat, das Spiel zu gewinnen als die anderen Spieler. Ihre Mitbewohnerin erinnert sie daran, dass sie immer noch die Chance hat, mit dem Joker zu enden, aber beide wissen, dass für sie mit dem Team jetzt viel mehr auf dem Spiel steht. Als Shinatsu das hört, erinnert sie sich an das, was das Mädchen ihr gestern Abend erzählt hat und erkennt, dass ihre beste Freundin sie bisher beschützt hat, aber dass es Zeit ist, ihre eigenen Kämpfe zu kämpfen. Sie beschließt, sich an den Tisch zu setzen, weil sie ihre beste Freundin nicht allein lassen will, und mit dem Joker in der Hand beginnt das letzte Spiel. Im Laufe des Tages liegt das Mädchen mit 4 Karten zurück, doch plötzlich zieht ihre Mitbewohnerin den Joker. Ganz cool fragt Kana Minako, welche Karte sie hat, und beginnt zu raten, was das Mädchen nervös macht. An der Körpersprache erkennt sie, dass ihre Gegnerin eine 5 braucht und stellt sie vor die Wahl, 2 Karten auf den Tisch zu legen. Die Mitbewohnerin sagt ihr, dass sie die linke Karte will, warnt sie aber, dass die andere Karte der Joker ist. Diese eine Karte könnte über Sieg oder Niederlage entscheiden und Minako greift vorsichtig nach einer der Karten. Als sie sie umdreht, sieht sie, dass es tatsächlich der Joker ist und Kana gelogen hat. Überrascht fragt das Mädchen, warum sie ihr Versprechen zu verlieren gebrochen hat, und die Mitschülerin verrät, dass ihre ältere Schwester auf diese Weise ihr Spiel verloren hat. Ihre Klassenkameraden haben sie dazu gebracht, ihnen zu vertrauen und versprochen, ihre Schwester von dem Gefängnis zu retten, aber sie haben dieses Versprechen gebrochen, genau wie Kana Minako über den Joker angelogen hat. Okay, dieses Mädchen wischt den Boden mit den anderen Leuten. Sie wendet eine großartige Strategie an, denn sie verwandelt ein reines Glücksspiel in ein Spiel des Vertrauens. Jetzt müssen sie eine Entscheidung treffen, ob sie dem Mädchen glauben oder nicht, und das macht sie zu ihrem Glück viel berechenbarer. Indem sie ihnen sagt, welche Karte sie wählen sollen, kann sie ihre Entscheidung, welche Karte sie wählen, tatsächlich beeinflussen, und das ist eine wunderbare Strategie. Wenn wir gegen sie spielen würden, wäre es schwierig, nicht in dieselbe Falle zu tappen, und genau deshalb müssen wir unsere Wahl auf verschiedene Faktoren stützen, um sicherzustellen, dass wir nicht mit dem Joker enden. Was all diese Spieler vergessen, ist, dass sie über viel mehr Informationen verfügen, als ihnen bewusst ist. Im Moment hat Shinatsu hier 3 Karten, ihre Freundin hat 3, ihre Mitbewohnerin hat 3, also gibt es insgesamt 9. Das ist eine sehr wertvolle Information, denn wenn 11 Spieler das Spiel mit je 7 Karten begonnen haben, müsste es einen Ablagestapel mit 68 Karten und 34 Paaren geben. Das Klügste, was man hier machen kann, ist, den Ablagestapel zu benutzen und herauszufinden, welche Paare das Spiel bereits verlassen haben. Durch das Ausschlussverfahren wissen wir genau, welche Karten noch im Spiel sind und können so viel besser einschätzen, ob das Mädchen lügt oder nicht. Diese Strategie wäre am Anfang des Spiels am nützlichsten. Deshalb würde ich hier die Karten eines Freundes nehmen und sie bitten, sich neben den Lehrer zu setzen, damit er jedes Kartenpaar aufschreiben kann, das ausgeteilt wird. Das würde uns helfen, herauszufinden, welche Kartenpaare noch nicht abgegeben wurden und welche Karten knapp werden und so schnell wie möglich priorisiert werden müssen.
Der Grund, warum uns das in dieser Lage hilft, ist, dass wir, wenn Kana uns zum Beispiel sagt, dass eine unserer Karten ein Ass ist, herausfinden können, ob sie uns anlügt oder nicht, indem wir die Karten auf dem Ablagestapel zählen, die bereits gepaart wurden. Anstatt zu versuchen, ihre Körpersprache oder ihren Gesichtsausdruck zu lesen, können wir uns auf die Information aus erster Hand verlassen. Sobald diese Strategie angewendet wird, ist es für Kana hier fast unmöglich, auf diese Weise weiterzuspielen, und es ist wahrscheinlicher, dass sie am Joker hängen bleibt, während der Rest von uns sichere Tauschgeschäfte abschließen kann, um das Spiel zu beenden. Aber das ist nicht die einzige Methode, die wir in Betracht ziehen sollten, denn es gibt eine großartige Technik, die wir von professionellen Pokerspielern lernen können und die mit markierten Karten zu tun hat. Im Jahr 2011 nahm Phil Ivey an einem Baccarat-Spiel teil und wusste, dass jedes Kartenspiel winzige Unterschiede aufweist, je nachdem, in welche Fabrik es zugeschnitten wurde. Wenn man weiß, worauf man achten muss, kann es beispielsweise sein, dass die Kanten falsch ausgerichtet sind oder die Qualität des Kartenmaterials unterschiedlich ist. In diesem Fall erkannte Phil, dass einige Karten ein asymmetrisches Rautenmuster auf der Rückseite hatten. Er nutzte dies zu seinem Vorteil und überredete den Kartengeber, die Karte auf die Seite zu drehen, damit er sehen konnte, welcher Wertbereich gerade ausgegeben wurde. Das nennt man Edge-Sorting und Phil Ivey hat damit in nur 2 Nächten 7 Millionen Euro gewonnen. Diese Mädchen sind keine professionellen Pokerspieler, aber sie können diese Strategie in Old Maid anwenden, denn wir müssen nur herausfinden, wer den Joker hat. Deshalb würde ich hier zu Beginn des Spiels bitten, sich die Joker-Karte anzusehen, um das Druckmuster zu analysieren und sich die kleinen Unterschiede zu den anderen Karten einzuprägen. Wenn wir das Gefühl haben, dass es für das ungeübte Auge nicht genug Unterschiede gibt, würde ich einfach mit dem Daumennagel eine kleine Kerbe den oberen Rand machen, damit wir wie hier leicht erkennen können, welche Karte der Joker ist und sie meiden wie die Pest. Als sie an der Reihe ist, schnappt sie China zu den Joker ihrer Freundin und lässt ihr 2 Karten übrig. Minako braucht nur noch ein Paar, um zu gewinnen, und ihr Team ist erleichtert, dass sie die besten Überlebenschancen hat. Das Mädchen handelt schnell, nimmt eine Karte von Kana und bildet das letzte Paar. Ihre ganze Mannschaft freut sich, dass sie das Spiel nicht mehr spielen muss und dankt ihr für ihre Hilfe, aber das Mädchen ist nicht glücklich. Sie hat es geschafft, der Umerziehung zu entkommen, aber sie hat gerade ihre beste Freundin in eine Falle gelockt. Schnell verlässt das Team das Klassenzimmer und macht sich auf den Heimweg, erleichtert, dass der Albtraum vorbei ist. Das sind 15 Schüler weniger, 10 haben bestanden, 2 sind noch übrig. Die letzten beiden Schüler müssen so lange gegeneinander spielen, bis es nur noch einen Gewinner gibt, aber da unterbricht der Lehrer. Er verrät, dass Kanas Schwester nicht mehr im Gefängnis ist und somit ihr ganzer Rettungsplan umsonst war. Das Mädchen bricht traurig zusammen, weil sie ihre Schwester nie wiedersehen wird, aber Shinatsu besteht darauf, dass sie weitermachen. Wenigstens eine von ihnen wird frei sein, und da es keine andere Möglichkeit gibt, machen sie weiter. Die Mitbewohnerin hat nur noch eine Karte übrig, und ihre Freundin bietet ihr eine Auswahl an und besteht darauf, dass sie helfen wird. Das Mädchen warnt sie, dass die rechte Karte der Joker ist, aber wenn sie die andere Karte nimmt, gewinnt sie. Shinatsu ist bereit, ihre Freiheit für ihre Freunde zu opfern, aber ihre Mitbewohnerin traut ihr nicht. Nervös nimmt sie die Karte vom Tisch und schaut sie sich an, nur um festzustellen, dass sie gerade den Joker genommen hat. Jetzt ist das Mädchen verloren. Kana hat Angst vor dem, was als nächstes passieren wird, aber sie beschließt, ein letztes Angebot zu machen, in der Hoffnung, vielleicht doch noch zu gewinnen. Sie legt ihre beiden Karten auf den Tisch und sagt ihr, dass diese Karte der Joker ist. Shinatsu erinnert sich, dass das Mädchen das nur macht, wenn es lügt oder nervös ist. Die Schülerin weigert sich zu verlieren und nimmt die rechte Karte und entdeckt, dass es ein Ass ist. Sie hat ihr letztes Paar und nun wird ihre Freundin ins Gefängnis gebracht. Die Wärter schleppen das Mädchen nach draußen, aber da merken sie, dass Shinatsu sie beobachtet. Einer von ihnen geht auf das Mädchen zu und sagt ihr, sie solle nach Hause gehen, doch plötzlich zieht sie eine Spritzenpistole und schießt auf ihn. In Panik zielt sie auf die Wachen und betäubt die Männer. Sie versucht, ihre Freundin vor dem Gefängnis zu retten und aus der Schule zu fliehen, aber gerade als sie fliehen wollen, geht der Lehrer dazwischen und wirft sie zu Boden. Der Mann hat Shinatsu in die Enge getrieben, das Mädchen weicht zurück und versucht ihn zu erschießen, aber sie hat keine Munition mehr. Der Lehrer macht klar, dass die beiden Schüler nun zur Strafe ins Gefängnis geschickt werden, aber dann bricht er plötzlich auf dem Boden zusammen. Ein Pfeil steckt in seinem Rücken und Shinatsu erkennt, dass er gerade von ihrer Freundin erschossen wurde. Da niemand sie aufhalten kann, rennen die Mädchen um ihr Leben und verlassen den Campus, nachdem sie eine wertvolle Lektion gelernt haben. Manchmal ist es die beste Entscheidung, die Schule zu schwänzen. Was meinst du? Wie würdest du das Joker-Game schlagen? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen. Hinterlass gerne ein Like und abonniere uns für noch mehr Wie besiegt man Videos wie dieses. Und hab noch einen verdammt guten Tag.